Servus und hallo zu dieser Episode Felix Tested Bikes. Wir machen heute was ganz Besonderes, nämlich der Severin wird heute sein allererstes Gravelbike auspacken und anschließend Probe fahren. Und ich bin richtig gespannt, was du als BMXer, der wirklich talentiert ist, also als Beispiel, er macht Freestyle-Tricks mit dem Racerad, die wahnsinnig schwer sind. Hier in 360 ist mit dem Racerad tausendmal schwieriger als mit dem Freestyle-Rad. Und ob dir das Gravelbiken zusagt. Aber jetzt bauen wir es auf. Ganz brachial, Messerschere, Licht, nichts also für noch, kleine Kinder nicht. Pasta. Ah ja, jetzt geht's schon. Achtung mit der Schere, gell? Ja. Nicht, dass man hier verletzt. Hm? Wow, was sagst du? Hast du es dir so vorgestellt? Karton, da ist es ja. Auf jeden Fall sehr viel Karton, aber es ist schon weitestgehend zusammengebaut. Also wir sehen, ja. Fast alles zusammen. Sattel ist dran, Hinterrad ist dran. Lenker sogar schon ein bisschen. Lenker ist dran, den müssen wir dann einstellen wahrscheinlich. Und dann haben wir hier noch das Vorderrad, das wir jetzt gleich einbauen. Zack. Hey. Oui. Wow. Coole Farbe. Gefällt dir? Ja, sehr. Das ist Juicy Orange. Ja, die Farbe schaut echt richtig knallig aus. Mega. Und es ist einfach super leicht. Ja. Es wiegt 8 Kilo. Das ist schon... Boah, 8 Kilo ist sehr wenig. Sehr wenig für ein Gravelbike. Und schauen wir mal, wie sich es dann später in echt auch fahren lässt. Den können wir ja erstmal weglegen. Ja. Kannst du hier einmal abschneiden. Sehr gut. Ich glaube, dann haben wir einen. Ja, dann ist das Vorderrad auch hier. Vorderrad mal ist befreit. Ab. Boah, ist das leicht. Das ist jetzt so. Der Lenker ist fest. Den müssen wir erst lockern. Ja. Da kannst du mal mit dem Imbus nach links drehen. Dann unten auch noch. Unten auch noch? Ja. Wie alt bist denn du, Severin? Ich bin 9. 9? Ja. Ach, ich dachte, du bist 12. Ich bin 9. Und wie groß bist du? 1,46 Meter, glaube ich. 1,46 Meter. Und hier das Michel 28, das ist ab einer Körpergröße von 1,45 Meter empfohlen. Und genau das probieren wir eben heute aus. Ja. Severin ist unser Protagonist. So. Und wir kennen uns vom Race BMX. Genau. Was wärst du denn eigentlich alles für Fahrradarten jetzt, wo du jetzt so viele Räder hast? Also jetzt Race BMX natürlich. Ja. So, jetzt hält der schon mal. Race BMX. Ja. Street Trail. Street Trail auch noch. Street Trail. Normal natürlich. Ja. Und Freestyle BMX. Krass. Genau. Okay, also schon mal richtig viele verschiedene BMX-Arten. Aber Rennrad oder Gravel bin ich noch gar nicht gefahren, noch nie. Weißt du, was ein Gravelrad besonders macht? Ein Gravelrad, ich glaube schon. Das ist eigentlich die Mischung aus dem Rennrad und dem Mountainbike. So in etwa. Ja, ja, das kommt hin. So eigentlich mit dem man auf Feldwegen und so, und aber auch gut auf der Straße. Ja. Genau. Also es wäre jetzt ein Rad, mit dem du jetzt eigentlich in einem komplett anderen, auf einem ganz anderen Untergrund fährst, als mit den Rädern, die du jetzt hast. Ja. Hier ist so ein rotes Plastikding drin. Das muss raus. Das ist dafür da, dass die Bremsbacken nicht aneinander kleben, wenn man sie jetzt drücken würde und keine Bremsscheibe drin ist. Also das Ganze wäre natürlich viel einfacher mit einem Montageständer, aber da die meisten wahrscheinlich keinen Montageständer daheim haben, probieren wir es einfach mal so. So, Severin, traust du dich, das einzufädeln? Ja, hoffentlich. Mit GoPro in der Hand. So, jawohl, wir sind drin und jetzt, schau, jetzt nehme ich hier die Achse, stochen ein bisschen rum, bis wir auf beiden Seiten der Gabel durchstoßen und auf der anderen Seite müsste man sie jetzt schon sehen, sieht man sie? Dann haben wir alles richtig gemacht, ach Gott sei Dank. So, jetzt kannst du es festschrauben, wenn du magst. Müsste eigentlich gehen, ja. So. Genau, mit 10 Newtonmetern steht da. So. Das machen wir mal richtig fest. Weißt du, wie viel 10 Newtonmeter sind? Ja, ich auch nicht. Deswegen lohnt sich auch hier, wenn man mit dem Drehmomentschlüssel arbeitet. Denn gerade wenn so eine Carbongabel wie hier verbaut ist,
Das ist ganz wichtig, dass man den richtigen Drehmoment nimmt, damit es nicht zu viel Drehmoment ist, dann die Gabel eventuell kaputt geht. Ja. Oder die Carbonkomponenten. Oder zu wenig und dann fällt uns das Vorderrad raus. Das wollen wir auch nicht. Hey, aber schau mal, jetzt haben wir eigentlich schon fast ein komplettes Rad. Fast ein komplettes Rad und das sieht schon ziemlich geil aus, finde ich. Ja. Guck mal. Sehr. Boah, ist das leicht. Ja, was? So, wenn wir jetzt hier mit dem Schnellspanner den Sattel noch ungefähr, so, das müssen wir dann beim Fahren so nochmal nachstellen. Aber das ist schon mal gut, dass da ein Schnellspanner dran ist. Fast fertig. Wir müssen vorne den Lenker noch gerade stellen. Schau mal von oben auf den Lenker gerade. Gerade. Ist gerade? Ja, ist okay. Gerade. Super. Bist du schon mal ein Rad gefahren, das so einen Lenker hatte? Mm-mm, noch gar nicht. Glaubst du, das ist schwierig oder glaubst du, das kannst du? Schwer zu sagen. Ich werde es ausprobieren. Ja, ich glaube auch, dass das erstmal ganz schön ungewohnt ist, weil das ging mir auch so am Anfang. Ja. Aber das werden wir dann im Test einfach sehen, wie schnell du dich an sowas gewöhnen kannst. So, ist es waagrecht? Ja. Ich vertraue dir da. Die Pedale sind jetzt bei dem Rad im Lieferumfang nicht mit dabei. Und die schrauben wir jetzt dran. Rechts ist auf die rechte Seite, links ist auf die linke Seite. Vorne. Müssen wir es leicht nach vorne drehen. So, und jetzt können wir es nehmen, so zwischen zwei Finger. Ja. Und nach hinten treten. Bei mir schon Ende. Bei dir ist schon Ende, dann bist du schneller als ich. Und den letzten Schliff machen wir dann hier mit D-Imbus. Das rechte Pedal schraubt man nach links, also gegen den Uhrzeiger, fest. Und das linke Pedal schrauben wir im Uhrzeiger fest. Mit dem Imbus, zack, und fest ist es. Passt. Wie ist denn der erste Eindruck? Was würdest du sagen? Sieht sehr cool aus und ich glaube, dass das sehr viel Spaß macht zu fahren. Ah ja. Gerade. Ja, und warum? Das Gefühl. Ja, wir müssen uns das einfach mal anschauen. Ich glaube, was an dem Rad jetzt auffällt, ist, dass es sehr leicht ist. Also für ein Kinderrad wirklich auch passend. Ja. Darf ich dich überhaupt ein Kind nennen oder bist du Jugendliche? Nö, ich bin ein Kind. Du bist noch ein Kind. Ja, schön. Ich auch. Und wir haben hier einerseits halt auch den mega geilen Lack, der super auffällt und ich glaube auch nicht nur Kindern gefällt. Wir haben relativ große Reifen, also genau die gleichen Größen wie jetzt bei meinem Gravelbike beispielsweise. Also 28 Zoll, wie genau. Der Name sagt. Genau. 28. Du hast es schon verstanden, gell? Das andere wäre ein bisschen kleiner gewesen mit 27,5 Zoll. Aber insgesamt soll die Geometrie von dem Michel auch für Kinder angepasst worden sein. Also es ist nicht nur irgendwie die Geometrie von einem Erwachsenenrad, sondern wir haben hier einen verkürzten Hinterbau, der so ein bisschen agileres Fahrverhalten schafft, das wirst du gleich merken. Und auch Oberrohr und Steuerrohr sind so gestaltet, dass du eher eine aufrechte Sitzposition hast und dass du dann eher komfortabel fährst. Und mit dem kurzen Vorbau hast du dann auch nicht, bist du nicht so tief im Rad, sondern hast dann auch einen guten Überblick. Und das ist, glaube ich, zum Anfang ganz wichtig, gerade wenn du das erste Mal jetzt mit so einem Dropdown-Lenker fährst. Die SRAM Apex. Das ist eine super Schaltgruppe, gerade für den Einsteigerbereich eigentlich vollkommen ausreichend. Und ich finde es cool, dass halt hier auch so kindgerecht drauf auch geachtet worden ist, dass man es nicht übermäßig verkompliziert. Es ist halt deutlich einfacher in der Handhabung, als wenn man jetzt da vorne auch nochmal zwei Kettenblätter hat, zwischen denen man hin und her schalten kann. Das war auch wie bei meinem alten, oder wie bei meinem jetzigen, hat 12 Gänge. Ja, das hat jetzt 11. Also hinten sind 11 Ritzel. Das ist aber dann wahrscheinlich ähnlich wie bei deinem Mountainbike. Also von der Bandbreite hast du ähnliche Gänge wie bei deinem Mountainbike. Und weißt dann halt auch, bei der Apex ist die Bedienung auch super leicht. So schaltest du runter, so schaltest du hoch. Schauen wir uns jetzt gleich in Praxis das nochmal an. Und was mir auch auffällt auf den ersten Blick, ich finde es total schön, dass hier oben zwar Anschraubpunkte sind, dass da jetzt aber keine Schrauben rausschauen, an denen man auch gerne mal mit dem Knie hängen bleibt, das tut super weh. Sondern wenn man da tatsächlich diese Anschraubpunkte da oben nutzen möchte, dann kann man dann nochmal die Schrauben extra einschrauben. Sonst, der Aufbau war super unkompliziert. Das haben wir jetzt echt schnell gemacht, das hat keine 10 Minuten gedauert. Das ist dich super geschlagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr den Test sehen wollt, gerne abonnieren. Oder ihr schaut euch einfach nochmal das Video an, in dem es darum geht, was für 7 Gravelbike-Trends 2022 auf uns warten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank dir, Severin. Und bis bald. Ciao.